Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Gosso92 an. Dieser hat über den Videomaker FX geschrieben, welchen er mit 4,5 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Videomaker FX – Bearbeitungstool für Videos. Die meisten kennen es wohl. Homepages, die ihr Produkt bewerben, mit Slideshows, die aussehen, als hätte ein Schüler der 5. Klasse zusammengestellt. Videomaker FX wird angepriesen als the most powerful video creation software für Marketer und Business. Es verspricht dabei einfach und schnell in der Anwendung zu sein bei erstklassiger Qualität. Videomaker FX Funktionen und Futures. Die Videomaker FX Software kauft man sich einmal. Ab da gibt es keine Einschränkungen mehr. Man kann so viele Videos erstellen, wie man möchte und es gibt keine nervigen Wasserzeichen. Die Software ist darauf ausgelegt, unkompliziert zu sein, sodass auch Leute, die kein großes technisches Verständnis haben, wissen, sie anzuwenden. Leider ist das Programm nur auf Englisch verfügbar, aber dennoch sollte man in der Lage sein, es zu verwenden. Create Project, um ein neues Video zu erstellen. Unten sieht man dann den Button Add Slide, wo mehrere verschiedene vorgefertigte Slideshows zur Auswahl stehen. Mehr als 240 Stück. Dort gibt es animierte Charaktere, Whiteboard-Animationen und viele mehr. Für jedes Business sollte die passende Animation zu finden sein, da sie sehr allgemeingültig gehalten sind. Auf jeden Fall geeignet sind sie für Produktwerbung, Affiliate-Produkte, Produktreviews, aber auch für Offline-Unternehmen, die einfach ein Promotion-Video von ihrem Business haben möchten. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Wenn man sich eine der Animationen ausgesucht hat, kann man diese noch personalisieren. Bei den Platzhaltern fügt man seinen gewünschten Text ein. Selbstverständlich kann man auch solche Sachen wie Farbe, Größe und so weiter ändern. Auch die Slideshow an sich kann man etwas bearbeiten, indem man zum Beispiel angibt, wie viele Sekunden vergehen sollen, bis die nächste Folie angezeigt wird, wie der Übergang aussehen soll oder man fügt einfach noch eine komplette eigene Folie ein. Man kann nicht nur die Textfarbe verändern, man kann auch die ganze Szene an sich farblich gestalten, wie man möchte. Zudem kann man noch weitere Special Effects einfügen, wie Animationen, Formen und Bilder. Ein weiteres Feature ist, dass man die Musik selbst einfügen kann. Man kann auch in der Videomaker FX Software eine eigene Tonspur aufnehmen und diese sofort einfügen. Das heißt, man braucht nicht erst noch ein Aufnahmeprogramm und muss sich rumschlagen mit dem Konvertieren, Exportieren und Importieren von Dateien. Wer es sich einfach machen möchte, der wählt einfach ein Lied aus den 20, die bereits in der Software enthalten sind, aus. Dabei handelt es sich um sogenannte Royalty-Free Music. Das bedeutet, dass man diese Lieder ohne Bedenken vor Urheberrechtsverletzungen verwenden kann. Wenn man mit seinem Projekt soweit zufrieden ist, kann man es speichern und exportieren. Das Exportieren ist ein Vorgang von wenigen Minuten und damit schneller als andere, kompliziertere Videobearbeitungssoftware. Um einen Eindruck davon zu bekommen, wie Videos aussehen können, wenn sie mit Videomaker FX gemacht wurden, empfehle ich einen kurzen Blick auf die Homepage. Dort sind im unteren Bereich mehrere Beispielvideos aufgeführt, die ganz gut zeigen, was mit der Software möglich ist und was auch nicht möglich ist. Warum Videos produzieren? Videomarketing. Videomarketing hat sich durchgesetzt als effektive Strategie im Online-Marketing. Auch bei den großen Unternehmen ist das angekommen und viele Produkte werden in einem Video detailliert dargestellt und schmackhaft gemacht. Besonders Plattformen wie YouTube haben viel Traffic, also Besucher. Und da ist es nur sinnvoll, mit einem Video aufzutauchen, damit man davon noch etwas abbekommt. Videos bleiben im Gedächtnis der Zuschauer, denn im Gegensatz zur Textwerbung werden mehr Sinne angesprochen. Zum heutigen Zeitpunkt gibt es auch genügend Methoden, um Videos SEO-tauglich zu gestalten, also so, dass sie gut von Suchmaschinen wie Google, Bing und Yahoo gefunden werden. In einem Video hat man als Unternehmer die Möglichkeit, sich zu präsentieren und zu positionieren. Man kann seiner Marke ein Gesicht verleihen und man beansprucht nicht zu viel Zeit der Interessenten. Wenn man solche Imagefilme professionell produzieren lässt, durch eine Agentur, kann das schnell in den vierstelligen Bereich gehen. Und das kann sich nun mal nicht jeder Unternehmer leisten. Videos, die man mit freier Software wiederum erstellen kann, hinterlassen häufig einen billigen Nachgeschmack und können einen ungewollt negativen Effekt hinterlassen. Bei Videomaker FX kriegt man hochwertige Qualität zu einem fairen Preis. Natürlich ist es klar, dass es nicht mithalten kann mit professionellen Videos, aber es ist um Längen besser als jede PowerPoint-Präsentation, ohne komplizierter zu sein in der Anwendung. Videomaker FX Preis. Die Software kostet einmalig regulär $97, aber man findet sie häufig im Angebot. Zurzeit zahlt man zum Beispiel nur $67. Bezahlen kann man mit Kreditkarte oder PayPal. Es gibt für 30 Tage eine Geld-Zurück-Garantie und es sind ein Jahr lang alle Updates inklusive. Wer Schwierigkeiten bei der Nutzung hat, kann sich auch noch diverse Tutorials anschauen, die ebenfalls inklusive sind. Mit dem Erwerb der Software hat man auch das Recht gekauft, die Videos frei zu verwenden. Natürlich auch, um diese unter Umständen zu monetarisieren. Videomaker FX – Erfahrungen.
Ich habe mir die Software vor 2 Wochen circa angeschafft und nutze sie vorrangig für Affiliate-Produktwerbung. Das heißt also für Produkte, die ich selbst nicht erstellt habe, aber als Affiliate vermarkte. Meine Landingpages bestehen also aus einem kleinen Textanteil und einem Video. Vorher hatte ich mich auch schon an die Erstellung von Videos gewagt, war aber nie zufrieden und ich wollte niemals einer von denen sein, die da ihre Textdeutsche präsentieren, gepaart mit einer langweiligen Tonspur, wo eine Stimme den Text einfach nur stumm vorliest. Das finde ich einfach nicht hochwertig und mich hat dieses Gelaber auch als Interessentin eher abgeschreckt und das Gefühl gegeben, dass mir meine Zeit geraubt wird. Videomaker FX war daher eine gute Lösung. Die Qualität ist deutlich höher, der Preis ist erschwinglich und gerechtfertigt und die Anwendung schnell erlernt. Je nachdem, was für ein Produkt ich habe, dauert die Erstellung eines Videos zwischen 20 Minuten und 2 Stunden. Das liegt aber zum großen Teil an mir, weil ich nicht leicht zufriedenzustellen bin. Nimmt man an, dass man genau weiß, welchen Text man einfügt und wie die Farben aussehen soll, dann würde es auch wesentlich schneller gehen. Im Prozess selbst aber ändere ich sekündlich meine Meinung, was ziemlich Zeit kostet. Also als Technikanfänger braucht man hier wirklich nicht zurückscheuen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.